Willkommen zurück, Leute, zu Final Fantasy 4 in der Zwergenburg. Und ich habe unsere Kämpfer mit einem Zelt wiederbelebt. Jetzt schauen wir uns mal ein bisschen hier um in der Zwergenburg. Gucken mal, was es hier so gibt. Ich habe die Ausrüstung, naja, soweit es geht, aufgefrischt. Ich kann noch was kaufen, bin mir noch nicht ganz sicher. Ich habe zum Beispiel jetzt diese Axt auch geholt, weiß aber nicht, weil ich jetzt gerade eigentlich für ihn erst das Schwert geholt habe, ob ich jetzt die Axt mal einfach, Cecil geben soll. Ich finde, das passt irgendwie gar nicht zu ihm. Aber gut, geben wir ihm erstmal die Axt. Oder er bekommt das Flammenschwert. Und Dingens. Dann geben wir halt doch ihm die Zwergenaxt. Das kann man ja machen. Wir haben zwei Flammenschwert. Das ist eigentlich egal. Aber irgendwie ist er ja so auf Feuer und so gerade das Hessel, deswegen passt es, finde ich, besser. Ich weiß nicht, was jetzt hier ist. Was ist hier? Hallo? Ihr kämpft auch gegen Golbes? Dann nehmt diese Schätze. Mögen sie euch im Kampf nützen. Oh. Kriegen wir Schätze? Was ist hier was in den Vasen? Ich habe schon in anderen Vasen Gisa-Kraut gefunden und einen dicken Schokobo. Aber hier finde ich jetzt gerade nichts in den Vasen. Auch gucken, ob es hier vielleicht kleine Geheimgänge gibt. Sieht auch so verführerisch danach aus. Aha. Fangen wir mal an zu plündern. High Potion. Kann man da lang? Da kann man lang. Ah. Aha, aha. So kommt man da so hin. Ether. Immer gern gesehen, wisst ihr. Okay. Kriege ich hier eine Übersicht? Eine fehlt uns noch. Eine, Schatzkiste. Kann man hier ganz runter gehen? So, hier unten hin. Ich würde da auch noch gerne eine Truhe finden. Da. Schwarzer Gürtel. Oh, was ist das denn Schönes? War sehr, sehr versteckt. Wo könnte das sein? Ein Rumpf? Ja, tatsächlich. Schwarzer Gürtel. Da kriegen wir ein bisschen mehr Stärke noch. Kann das jeder tragen? Ja, tatsächlich. Den kann jeder tragen. Aber da das irgendwie mit Stärke im Zusammenhang ist, würde ich fast sagen, wir nehmen einen der Nahkämpfer. Hm. Ah, hier, Yang. Zu dem passt das doch super. Schwarzer Gürtel. Vielleicht soll das für den ja auch sein. So, wie komme ich jetzt hier wieder weg? So kompliziert hier. Da bin ich hergekommen, ne? Ja. Hallo. So. So. Hab alles gefunden. Finde ich gut. Westturm, Obergeschoss 1. Wir gehen wieder zurück. Danke für die Sachen. Du Typ. Dann, ja, wo komme ich jetzt eigentlich her? Da, ne? Was ist, wenn ich jetzt aber da lang gehe? Dann kommen wir hier in die Zwergenburg allgemein. Keine außergewöhnlichen Vorkommnisse. Das ist schön. Die hatten wir ja auch genug im letzten Part. Was ist hier oben? Golbes hat seine Truppen zurückgezogen. Gibt es viele böse Menschen auf der Oberwelt? Nein, natürlich nicht. Doch, eigentlich schon. Aber das lassen wir sie mal an dem Glauben, dass alles gut ist. Was ist hier rechts? Hier ist alles bestens. Das ist schön. Hier haben wir noch eine Tür. Seeschirm, Ostturm. Erdgeschoss. Truhe, Zwergenaxt. Da haben wir ja noch eine. Das ist ja eigentlich ziemlich gut. Wenn das so ist, dann geben wir ihm auch eine. Ich finde, das passt nicht zu ihm. Eine Axt, das weiß ich nicht. Aber wenn wir können, dann ändern wir das Ganze noch. Bin ich jetzt davon dahergekommen? Ja. Wenn wir können, dann ändere ich das noch später aufs Hit oder so. Ich finde, zu dem passt eine Axt besser. Zu ihm mehr. So ein Schwert. So Cecil meine ich jetzt. Aber das sehe ich halt so, wie ihr das seht, weiß ich nicht.
Waffenschmied und Platten. Ach, jetzt sind wir wieder auf der Seite. Ach so. Okay. Ja. Flammenpanzer, Mitra. Haben wir auch irgendwie gar nicht. Will ich auch anscheinend nicht. Angelegt 2. Ich weiß gar nicht, wer jetzt noch. Wir können aber noch einen holen. Anscheinend. Dann kriegt Yang auch einen. Genau. Jetzt ist er nämlich auch stärker. So. Können wir hier noch irgendwas verbessern? Dunkelpfeile habe ich jetzt 10 geholt. Ich kann ja sonst nochmal irgendwie 8 dazu holen. So, dann haben wir ein bisschen welche. Dann kann sie damit auch loslegen. Mache ich, mache ich, mache ich. Die kriegt jetzt hier diese coolen Dunkelpfeile. Wenn es hilft, why not? Ja. Ich glaube, das war's dann hier auch. Keine Ahnung, was wir jetzt machen sollen. Hier ist der dicke Chocobo. Genau. Und hier ist der irgendwie an die Seite gegangen. Da war ich zuletzt. Und was dahinter ist, weiß ich nicht. Ich habe König Dias Erlaubnis, dann dürft ihr passieren. Eigentlich haben wir die doch, oder nicht? Ja. Weiß nicht, was hier ist. Zwergenburg, Untergeschoss 2. Cheerio! So, dann kommen wir mal. Der Turm von Babel verfügt über riesige Kanonen. Passt auf euch auf. Ich glaube, hier müssen wir lang. Und ich gehe erstmal hier lang. Wieso geht's hier lang? Wieso ist hier ein Gang, der ins Nichts führt? Das ist verwirrend. Ah, okay. Oh, und da sind ganz viele Truhen noch, die wir noch nicht gesehen haben. Hütte! Immer gut. Hütte. Äther wäre auch toll. Aber nein, wir kriegen dreimal eine Hütte. Das ist toll. Wobei ich finde, dass das Zelt, auch wenn es nicht immer komplett die Gesundheit wiederherstellt, die Monster hier sind stark und wild, lasst euch nicht von ihrem niedlichen Aussehen täuschen, dann finde ich trotzdem, dass das Zelt eigentlich völlig ausreicht. Ein Speicherpunkt wäre schön gewesen. Ich bin tapfer, aber ihr seid noch tapferer. Ja. Wo sind wir hier? Golbis mag nicht im Turm sein, aber dort erwartet euch der stärkste der 4 Elementarfürsten. Rubikante, der Flammenherrscher. Oh, dann ist ja aber Eis und so besser als Ausrüstung als Feuer. Möget ihr heil und munter zurückkehren. Wir Zwerge sagen immer, sei tapfer, aber sieht es schlecht aus, lauf weg und sei an einem anderen Tag tapfer. Das finde ich süß. Wir werden die Turmkanonen mit unseren Panzern ablenken und nutzt diese Gelegenheit, um euch ins Innere zu schleichen. Ja. Noch irgendwas hier? Hier. Wieder so kleine Geheimgänge. Diese Vase ist gefüllt mit dem Wasser des Lebens. Trinkt daraus so viel ihr wollt. Oh ja. Gerne. LP und MP generiert, dann hätte ich ja eigentlich das gar nicht. Naja. Naja. Hätte ich ja gar kein Zelt eigentlich benutzen müssen. Wo geht's jetzt hin? Oh, jetzt sind wir auf einer ganz anderen Seite. Oh, wir sind auf der ganz anderen Seite. Na, dann stürzen wir uns mal ins Vergnügen, Leute. Ich freue mich schon. Ich würde sagen, Eisra auf das Vieh hier. Ich weiß gar nicht, wie stark die mehr sind, deswegen habe ich Protoss mal gemacht. Aber die sind gar nicht mehr so stark. Okay. Wahrscheinlich totale MP-Verschwendung jetzt. Ja, auf jeden Fall. Ach, hätte ich das gewusst, dann hätte ich das Protoss gelassen. Mach mal Angriff. Rüdi hat nämlich eine Peitsche. Das finde ich ziemlich cool als Waffe. Ja, Protoss war jetzt total überflüssig. Das lasse ich dann auch. Cecils Stufe ist angestiegen, Roses Stufe ist angestiegen und sie kann jetzt bannen. Oh. Was heißt das? Rosa, was kannst du jetzt? Können wir das mal ändern? Ich hatte das nämlich für den Kampf auch geändert, weil der so schwer ja war. Geht man in die
Fertigkeiten, soweit ich weiß, bei Rosa. Und dann tauschen wir das vielleicht mal aus. Weißmagie. Einfach nur Weißmagie? Geht das nicht? Hm? Oder du nimmst das Zielen wieder rein? Ist doch alles jetzt dann wieder drinne, ne? Ja. Dann ist das alles wieder drinne. Wie sieht es eigentlich aus mit Cecil? Wollen wir das so lassen mit dem Sing-Sang? Finde ich eigentlich wichtig, das Singen. Ah, Konter ist natürlich auch cool. Wieso eigentlich nicht Konter reintun? Genau so. So ist doch gut. Damit er das automatisch macht, das finde ich immer sehr, sehr praktisch. Und kann sehr hilfreich sein. Kann der hier irgendwas trotzen? Trotzdem habe ich jetzt nicht mehr Fluch. 40 MP reduziert gegnerische Attribute um 20%. Ich lasse Fluch mal drinne. Und du kannst du noch was? Ist alles noch drinne? Ja, ne? Alles drinne. Ja, und wer konnte jetzt hier was? Hm? Rosa, die konnte jetzt irgendwas... Ich glaube, das ist in Weißmagie. Ich glaube, da muss ich mal in Magie gucken. Magie, Rosa... Wo haben wir es denn? Bann. 15 MP, magische Auswirkungen beim Ziel aufheben. Aha. Ja. Müssen wir dann einfach mal ausprobieren, würde ich sagen. Wie hilfreich das ist, weiß ich jetzt nicht. Da wollen wir nicht lang. Ich laufe mal einfach. Sieht eh nach viel Gekämpfe hier aus. Und kannst du nicht einfach mal alle... Oder auch nicht... Ich greife einfach mal an. Sehr schön. Einer schon weg. Hier mit der Axt voll draufgehauen. Beide haben jetzt Äxte in den Händen. Oh, die kloppen ordentlich rein. Ist ja eigentlich auch das, was wir wollen. Ah, es sieht komisch aus bei Cecil. Ich finde, bei Kane geht das noch, aber bei ihm... So, ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Sieht eigentlich ganz gut aus. Ich weiß gar nicht, wo wir hinwollen. Da kommen schon die nächsten Gegner. Immer drauf kloppen. Immer drauf, Leute. Bisschen geheilt, das ist immer gut. Ich finde, unsere Truppe ist gar nicht schlecht. Die ist gut ausgerüstet. Kommt gut voran. Und Training ist wichtig für alles Weitere, was noch kommt. Okay, da sind irgendwelche Gegner. Ich glaube, da wollen wir hin. Ja. Wollen wir. Da wird angegriffen. Wir könnten jetzt theoretisch eigentlich zwischendurch ein Zelt nehmen. Ich weiß gar nicht, wie der Status aussieht, weil ich nicht weiß, was jetzt auf uns zukommt. Aber ich finde, es sieht eigentlich noch ganz gut aus. Wir lassen es mal. Speichern geht aber immer. So. Damit wir da mal nicht alles machen müssen wieder. Vor allem diese ganzen Truhen und so in der Burg. Die müsste ich nämlich dann alle nochmal öffnen. Können wir mit denen irgendwie quatschen? Nein. Haben die alles gemacht? Dann schleichen wir uns rein? Nein, wir dürfen noch vorher erstmal kämpfen. Wenigstens kriegen wir einen Erstschlag. Okay, es lebt immer noch. Macht nichts. Jetzt nicht mehr. Ich find's cool, dass Rudy ja wieder dabei ist. Es macht Spaß, dass sie wieder da ist. Vor allem, weil sie so cool beschwören kann. Was ich natürlich jetzt gerade nicht mache. Turm von Babel, Untergeschoss 13. Ach du Scheiße.
Ich laufe mal einfach, ne? Eine Spur. Immer her. Notausgang. Hier kommt bestimmt was auf uns zu. Wir können aber jederzeit noch raus. Immer schön angreifen, angreifen. Cecil, du könntest ja auch mal ein bisschen singen, ne? Und jetzt ist das wieder nicht drin. Achso, es ist ja gar nicht er. Hier singen. Lebenshymne. Achso, er ist schon weg. Gut. Sehr schön. Kommt bestimmt alle 10 Sekunden jetzt ein Kampf. Können wir hier weiter? Oh ja. Noch eine Truhe. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Eine High-Portion. Na gut, na gut. Ich denke mal, auf der rechten Seite wird auch was sein. Und wir sollen bestimmt geradeaus, aber ich werde mir die Truhen noch schnappen. Du machst mal Eisra. Du greifst an. Und du greifst auch an. Ach super, super, das läuft ja. Das läuft. Mach die Karte wieder an. Hast du einen Überblick? Oh, da ist jemand gestorben. Das ist nicht schön. Wir kontern, das ist sehr gut. Ja, das meinte ich mit, dass es praktisch ist mit dem Konter. So, einer ist da weg von den Viechern. Greifen wir bitte wieder an. Er wurde beschützt, das finde ich gut. Wir kloppen weiter drauf. Und dann würde ich sagen, beleben wir doch glatt mal die arme Rosa wieder. Auch weg. Bleibt nur noch die komische Echse. Und die ist auch weg. Und alle kriegen Erfahrungspunkte. So soll es sein. Rosas Stufe ist auch direkt angestiegen. Das ist schön. Hier ist nichts. Hat sich gar nicht gelohnt, hier in die Ecke zu gehen. Aber da. Eta. Dafür lohnt es sich immer, den Weg auf sich zu nehmen. Den kann man nämlich nirgends kaufen. Sieht nach viel Gekämpfe hier aus, aber wir schaffen das. Irgendwann wird ja auch wieder mal ein Speicherpunkt kommen und gut ist. Schade, dass die alle schon wieder hin sind. Es geht irgendwie gerade schnell. Kriegen eben nur die 3. Hier anscheinend. Okay. So. Möchte jemand vielleicht wiederbelebt werden? Ich glaube schon. High Portion. Bitte schön, Madame. Und dann geht's da. Was ist hier eigentlich? Ist der Weg da nicht? Turm von Babel, Untergeschoss 3 vollständig. 5 Antarktis Wind erhalten. Achso, dafür, dass die Karte dann immer ganz gemacht wurde. Weiter geht's. Untergeschoss 2. Eine Kiste erwartet uns freundlich. Grünes Barett aus der Schatzkiste erhalten. Was ist das denn Schönes? Aha. Das macht die Stärke besser. Kann das denn jeder tragen? Ja. Kann. Dann
kriegst du das jetzt. Weg von dem Lichtkram. Unser Sessel verändert sich. Schade, dass man es optisch nicht sieht. Wir gehen mal hier in die Ecke. Aha, da geht's weiter. Wir gucken trotzdem alles an. Da sind verschiedene Aus- und Durchgänge. Okay. Die waren jetzt nicht so schwer. Wenn da mehrere Ausgänge jetzt kommen, dann werde ich mal durch den einen hier direkt gehen. Gucken, wo wir sind. Den hier. Wo sind wir hier? Huch, jetzt habe ich es nicht gesehen. Ah, okay. Katzenkrallen. Das ist doch sicherlich hier was für ihn. Sind die vielleicht besser sogar? Sind sie. Dann nehmen wir mal die Katzenkrallen. Dann hat er ein... Was für ein gigantischer Turm. Wir müssen uns die Kristalle holen. Oh ja, die sind wirklich... ist wirklich gigantisch, der Turm. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wo lang. Gar nicht. Was ist das denn? Ein Ei. Okay. Ich mach mal Gift. Könnte hilfreich sein vielleicht. Das mag das Ei bestimmt nicht. Keine Wirkung. Schade. Dann greifen wir mal normal an. Okay, das war jetzt nicht so schwer, das komische Ei. Da hat der Sprung gar nichts genutzt. Ich laufe weiter hier rum. Ich sehe ja auf der Karte, wo ich dann schon war und wo noch nicht. Schön ist immer, wenn ich weiß... Ah, da ist eine Truhe. Phönixfeder, wo ich, oh Gott. Ich werde mich elendig hier... verirren. Immer drauf, Leute. Genau. Ich sehe schon, der nächste Part wird lustig hier mit dem ganzen Gang. Ich glaube, ich mache mal erstmal überhaupt alles ablaufen. Und dann gehe ich durch die Durchgänge. Weil sonst weiß ich mal gar nicht, wie viele es noch gibt und was hier noch ist und welche Thronen ich übersehen haben könnte. Das macht keinen Sinn. Im Moment kommen wir ja ganz gut durch. Muss ich mir keine Sorgen machen. Hier ist noch eine Truhe. Eine High Potion. Damit haben wir dann gleich hier alles vollständig. Ne? Okay. Ich gehe nach unten und probiere das gleich mal aus. Kannst du die nicht mal treten? Alle so? Genau. Geht irgendwie schneller. So, dann klopp mal den Zwerg auch noch weg. Wollte mit euch eigentlich noch einen der unteren Durchgänge geschafft haben. Cecils Stufe, Youngs Stufe, Kanes Stufe. Jawohl. Schnell, 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 schnell. Hier gehen wir mal durch. Gucken, was hier ist. Oh, Untergeschoss 10. Okay. Gut zu wissen. Und was ist bei dem anderen? Untergeschoss 10. Toll. Okay, Leute. Untergeschoss 10 schauen wir uns im nächsten Part an von Final Fantasy 4. Bis dann.